Da steht jetzt eine Dame vor dem Brunnen. Die war doch vorher nicht da. Können wir die ansprechen? Ah, das ist doch die Dame aus der Bank. Oder? Ja, Brittany. Hallo, Brittany. Sie wirkt etwas wirr. Ich bin weg. Ups, warum bin ich denn weg? Hallo, da bin ich wieder. Weiß ich warum. Vielleicht habe ich mich gerade verdrückt. Einen wunderschönen guten Tag, Brittany. Oh, hi. Warum hören Sie sich an wie eine herzkranke Krake? Oh, tut mir leid. Sie hat ihren Job verloren. Warum hat sie ihren Job verloren? Tut mir leid, dass Sie Ihren Job verloren haben. Ach, das ist schon in Ordnung. Ich habe nie gern in der Bank gearbeitet. Ich wollte eigentlich schon immer ins Showbusiness. Okay, was willst du da machen? An einer Stange tanzen? Ins Showbusiness? Ja, ich wollte schon immer Sängerin werden. Mit eigenen Background-Tänzern. Ich bin unbegabt und habe keine Erfahrung. Aber ich bin sicher, mit der richtigen Einstellung kann mich niemand aufhalten. Ja. Unbegabt und keine Erfahrung. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Solange sie gut aussieht, klappt das vielleicht. Das fürchte ich auch. Wir könnten ja gemeinsam eine Nummer einstudieren. Das ist keine gute Idee. Ich suche eher nach einem... Piraten? Cool. Wollen wir einfach mal mit der durchbrennen? Warum verschwenden Sie Ihre Zeit dann in einer Bank? Von irgendwas musste ich ja leben, während ich meine Karriere vorbereitete. Ich schätze, mir hat nur der letzte Kick gefehlt. Ich war zu sehr in die Finanzwelt eingebunden. Na dann, viel Glück. Kann ich jetzt noch ein Konto eröffnen? Nee, wie denn? Kann ich noch ein Konto eröffnen? Guter Witz, Mr. Shreveport. Ich habe nichts mehr mit der Bank zu tun. Was haben Sie jetzt vor? Nun, ich wollte schon immer ins Showbusiness. Na dann, viel Glück. Na gut. Tja, ich muss mich jetzt um einige wirklich männliche Dinge kümmern. Bis denn. Ja, ja, ja. Sehr, sehr männlich. Guybrush Threepwood. Männlicher, mächtiger Pirat. Gibt's denn ja noch... Das ist jetzt doch der Bankdirektor, oder? Der steht jetzt hier davor. Hey da, Geldsäcke. Sehr witzig, Mr. Threepwood. Haben Sie das gestohlene Geld schon verpreist? Hey, ich bin unschuldig. Hey, ich bin unschuldig. Ach ja, richtig. Und ich bin ein 20-Karat-Gartenzwerg. Ein Gartenzwerg bist du. Wie viele Karotten du drin hast, weiß ich nicht. Ein 20-karottiger Gartenzwerg. Es war dieser Kerl ohne Nase. Oh Mann. Wenn ich einen Dollar hätte für jedes Mal, dass ich das gehört habe. Das war natürlich auch mal so, bis Sie aufgetaucht sind. Sie? Welche Sie? Meint er uns? Das förmliche Sie mit großem S? Oder meint er Sie? Irgendwelche Leute, die hier vielleicht den Pecknose Pete helfen? Achso, das war ein großes S, ja? Okay. Sprechen wir nicht mehr über mich. Wie laufen die Geschäfte? Oh, einfach großartig. Dank Ihrer Hilfe. Ich bin pleite. Und niemand auf dieser Insel vertraut mir jemals wieder sein Geld an. Was soll ich jetzt machen? Ach, deshalb ist die andere auch gefeuert worden, weil die Bank kein Geld mehr hat. Mach eine Bäckerei auf. Wieso machen Sie keine Bäckerei auf? Ich kenne nur einen Menschen, der Backwaren an Piraten verhökern könnte. Und der macht in Immobilien. Stan! Oder? Sie könnten genug zusammenstehlen, um die Bank wieder zu eröffnen. Ich bin ein Bankier. Ich verstehe nichts vom Stehlen. Da können wir doch helfen. Ja, reden anderes wir über Thema. Was anderes.
Haben Sie hier einen Kerl mit einem Sack voller Diebesgut gesehen? Wie soll er denn ausgesehen haben? Etwa wie ich? Ja, den habe ich gesehen. Aber er hatte keinen Sack dabei. Wirklich? Wo? Er steht genau vor mir. Ach, ich glaube, mein Bewährungshelfer hat gerufen. Bis später. Kann man hier rein? Na, kehren Sie an den Ort Ihres Verbrechens zurück. Ich suche nur nach Beweisen. Natürlich. Die Bank bleibt bis zum Abschluss meiner Untersuchung geschlossen. Lassen Sie sich also nicht beim Betreten der Bank erwischen. Trachte Bankfenster. Ich muss nur an das Fenster da oben herankommen. Inspektor Kanar kann mich hier nicht sehen. Kann man das vielleicht von hier aus öffnen? Youth? Ich kann das Fenster nicht erreichen, solange ich hier unten stehe. Okay. Betrachte Gulli. Mann, Local Town hat ein Abwassersystem. Na, das ist toll. Ob ich so vielleicht in die Bank komme? Das hebe ich nicht auf. Youth? Das ist selbst für einen muskelbepackten Piraten wie mich zu schwer. Wir brauchen einen Hebel. Und ich glaube, jetzt weiß ich, wozu wir den Stock brauchen. Der Stock wird unser Hebel sein. Glaube ich. Aber wir gucken uns erst noch ein bisschen weiter um. Prothesenparadies. Ja. Haken, Hand, Auge. Sowas passt doch, oder? Zum Piraten. Egal mit Prothesen. Was haben wir denn da? Gummiknöchel, künstliche Blinddärme, falsche Follikel. Nein, das brauche ich alles nicht. Ich habe seit meinem letzten Zahnarztbesuch nicht mehr so viele spitze Gegenstände gesehen. Ein Korb mit handgemachten Prothesen. Wollte schon sagen. Da liegen Hände und Beine, aber die sind natürlich... Aus Porzellan! Ein falsches Bein aus Porzellan. Ich hoffe, das wird irgendwann mal erklärt, warum der so eine Aversion Porzellan gegenüber hat. Da muss doch irgendwas passiert sein. Im Kindesalter oder so. Eine Holzhand. Willkommen im Prothesenparadies. Unsere Produkte sind unauffällig, hautverträglich und schwer entflammbar. Auf alle Waren 30 Tage Garantie. 30 Tage nur? Du riechst neu. Wer bist du? Der hat keine Augen, kann das sein? Hat der zwei Augenklappen? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Du riechst aber nicht besonders mächtig. Was? Ehrlich gesagt, riechst du irgendwie blumig. Was? Verdammt, ich rieche dein Fliederlilien-Aftershave sogar durch meine verstopfte Nase. Mann, sie sind gut. Ich bin Dave. Hier in der Gegend nennen mich alle Dead-Eye Dave. Ich bin im Dreiinselreich der führende Experte für anatomische Ersatzteile. Vielleicht können wir das Duftspray benutzen, was wir haben, damit... der Guybrush nicht mehr so weiblich duftet. Und, wie läuft das Prothesengeschäft? Oh, es lief schon mal besser. Lassen Sie mich raten, ein Immobilienhai aus Australien versucht mit drastischen Methoden ihren Laden zu übernehmen. Was? Wie kommst du denn auf eine derart bescheuerte Idee? Nun, ich dachte... Tja, falsch gedacht. Australien. Was ist denn das für ein Name? Vergessen Sie's. Also, was läuft denn nicht? Mein Affe hat gekündigt. Dein Affe, der war also trainiert dazu, Sachen herzustellen oder zu verkaufen. Und jetzt sind Sie derart verzweifelt, dass Sie sich nicht auf Ihre Arbeit konzentrieren können, richtig? Verzweifelt? Wegen Pongo? Oh, sei nicht albern. Aber warum war er dann so wichtig? Weil Pongo sich um den ganzen Papierkram und die Lieferungen gekümmert hat. Er war der Einzige, der das automatische Karteisystem im Büro verstanden hat. Ohne ihn habe ich keine Ahnung, welcher Auftrag für welchen Kunden bestimmt ist. Der Affe. Meine Stammkunden sind empört. Das ist ja schrecklich.
Der Affe war der Einzige, der das System verstanden hat. Ah ja, ah ja, ah ja. Haben Sie etwas von Ihrem Karteiaffen gehört, seit er verschwunden ist? Was glaubst du, dass er mir eine Postkarte geschickt hat? Ja. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber sind Sie blind? Sehe ich etwa wie ein Blinder aus? Ich weiß nicht. Die beiden Augenklappen könnten auch der letzte Schrei in der Piratenszene sein. Natürlich bin ich blind. Du nach Lilien riechendes Weichei. Tut mir leid. Denk gar nicht darüber nach. Meine anderen Sinne sind dafür umso schärfer. Ich erkenne meine Kunden beispielsweise an ihrem typischen Eigengeruch. Das ist es. Wir müssen irgendwie nach jemand anderen riechen. Denke mal, das Parfüm wird es dann sein. Sie erkennen Menschen am Geruch? Normalerweise ist das kein Problem. Aber heute ist meine Nase etwas verstopft. Ich muss mich irgendwo erkältet haben. Deshalb erkenne ich heute nur penetrante Düfte, wie das Lilienwasser, das du dir offensichtlich literweise ins Gesicht geschüttet hast. Glücklicherweise ist mein Gehör schärfer als ein Kahn voller Piratenschlampen. Affen sind schlauer als Menschen. Na, ja, das wage ich zu bezweifeln. Affen können schon recht schlau sein. Ja, bestimmte zumindest. Aber schlauer als Menschen sind sie nicht wirklich, ne. Und wie scharf ist Ihr Gehör genau, Kojak? Scharf genug, Siegfried. Siegfried? Ich bin auf der Suche nach Geschenken für meine ledierten Piratenfreunde. Dann bist du hier genau richtig. An welche Art von Prothesen hattest du denn gedacht? Ich weiß gar nicht, was wir brauchen. Eine Kunstnase für den Piet vielleicht? Was gibt es hier umsonst? Umsonst? Sehe ich etwa aus wie die Heilsarmee? Was soll ich sagen? Ich bin pleite. Okay, du appellierst also an meine Großzügigkeit. Ich mache dir ein Angebot. Du bekommst eine meiner ungetesteten Prothesen ohne Garantie und TÜV. Klingt gut. Und um welche Art von Prothese handelt es sich? Du darfst dir eine aussuchen. Mit einer Geschichte. Hä? Bring mich zum Lachen. Es war einmal ein Pirat namens... Oh Gott. Es war einmal ein Pirat namens Larry. Larry? Larry. Larry warb um die Hand einer holden Schönheit mit dem Namen... Cindy. Cindy? Cindy. Unglücklicherweise hatte ein ungehobelter Kerl bereits erfolgreich um Cindys Hand angehalten. Sein Name war... Fred? Fred? Ja, Fred. Fred Feuerstein. Und? Was und? Was ist passiert? Nach unzähligen Intrigen setzte sie es sich in den Kopf, die Familien auszurotten. Ende. Was für eine schreckliche Geschichte. Ich weiß... Hier ist eine experimentelle Gratisprothese. Was ist das? Das ist ein Prototyp des Dead Eye Deluxe Kunstkopfs. Er ist für Piraten gedacht, die schon so viele Ohren, Augen und Nasen verloren haben, dass sie sich lieber gleich einen brandneuen Kopf anschaffen. Und wie möchten Sie die komplizierten Gedankengänge eines Piratengehirns künstlich erzeugen? Das Problem löse ich mit dem ersten Patch. Dämlich. Also, jetzt haben wir einen Fake-Kopf. Was bringt uns das? Ich brauche noch einige Weihnachtsgeschenke für meine Freunde. An was hattest du denn gedacht? Ich hatte an ein modisches Holzbein gedacht. Sie haben Glück. Eben ist eine Lieferung Superfuß-Holzbein aus Elfenbein reingekommen. Mit Gummisohle, 20 Dublonen das Stück. Das wäre toll, wenn ich Geld hätte. Wenn wir das Geld hätten, das ist richtig. Also brauchen wir eigentlich gar nichts zu versuchen, ne? Kunstnase würde mich mal interessieren. Ehrlich gesagt suche ich nach einer Kunstnase. Tut mir leid, die sind ausverkauft. Es ist schockierend, wie schnell meine Stammkunden diese Dinger zerschnäuzen. Aha. Also ist der Beat... Der Pegnose Pete, hier ein Stammkunde. Wir müssen wirklich seinen Geruch nachmachen. Vielleicht mit dem Taschentuch. Wenn ich es mir recht überlege, möchte ich mich nur mal umsehen. Sag Bescheid, wenn du was siehst. Wie wäre das, wenn wir das Taschentuch hier verwenden?
Hey, erinnert Sie der Geruch von diesem Taschentuch an irgendetwas oder irgendjemanden? Keine Ahnung. Gib mal her. Uch. Nein, ehrlich gesagt riecht es nach gar nichts. Was soll das heißen? Ich dachte Blinde... Hey, Sehgeschädigte. Tut mir leid, ich dachte, Sehgeschädigte kompensieren ihre Sehschwäche durch die anderen Sinne. Also was ist? Ich habe zwei voll funktionsfähige Augen und sogar ich rieche, dass dieses Taschentuch bestialisch stinkt. Ha! Was kann ich denn dafür, dass meine Nase verstopft ist? Ich bin etwas erkältet und habe eine verstopfte Nase. Deshalb kann ich im Moment nichts riechen. Wenn ich dir mit meinem atemberaubenden Geruchssinn helfen soll, musst du mir eine stärkere Probe dieses Duftes besorgen. Und wo soll ich die finden? Immer der Nase nach. Zermist. Denn das da, seht ihr das? Datei, Retrieval, Steuerung. Bringt das? Ah, vergiss es. Okay, das müssen wir noch herausfinden, was wir da machen sollen. Das ist anscheinend ein echtes Hightech-Karteisystem. Komme ich da jetzt wieder raus? Komme ich da jetzt raus? Hä? Bin doch gerade irgendwie wieder rausgekommen. Ich verstehe gerade nicht, wie ich aus dem Menü rauskomme. Ach, drücke Knopf kann man auch noch. Das ist irgendein Dokument. Ah, da steht ein Name. Jeffrey J. Jumper. Jede Menge nutzlose Informationen. Rezepte für Prothesen, Adresse, Telefonnummer, Allergien. Das ist anscheinend ein echtes Hightech-Karteisystem. Wir müssen hier irgendwas eingeben, um die Daten vom Pegnos Pete zu bekommen. Aber ohne zu wissen, was... Natürlich nicht einfach, ne? Ah, da steht ein Name. Nathaniel O. Search. Jede Menge nutzlose Informationen. Rezepte für Prothesen. Nee, Adresse, also jetzt sinnlos durchrätseln möchte ich auch nicht. Wir müssen schon irgendwie nach Hinweisen suchen. Aber... Ich wünschte, sie würden mich nicht alle anstarren. Okay. Ich hatte schon genügend Augäpfel in der Hand, danke. So sehr ich kostenlose Sachen schätze, dieser Plastikmüll ist völlig nutzlos. Vielleicht. Mann, was ist das für ein seltsames Zeug, mit dem du mich da angespritzt hast? Es riecht wie abgestandene Luft. Abgestandene Luft? Nee, da ist noch irgendwas nicht richtig. Da stimmt noch irgendwas nicht. Aber wir können keine Items kombinieren, oder? Wenn ich ein Item von hier nehme, dann kann ich es nicht mehr mit den anderen Items im Inventar kombinieren. Riecht irgendwie nach geräuchertem Fisch. Hm.
Eine hübsche kleine Musikbox. Was ist denn hier noch so? Nichts. Da geht es nicht lang, komischerweise. Ja, auch nicht. Wieso nicht? Nur da. Nein, nicht da rein. Hä? So, da ist einfach nichts anderes. Ich sag, kannst du jetzt mal... Die Steuerung ist der letzte Dreck. Ohne Witz, es tut mir leid. Aber das ist einfach kein Point-and-Click-Adventure mehr. Ganz, ganz merkwürdiges Spiel. Ob wir vielleicht nochmal mit der Kanzlei reden können? Bei denen was Neues gibt? Oh. Ich sehe, meine Kamera bleibt ständig hängen. Kann das sein? Hallo? Ist meine Kamera noch da? Also irgendwie spinnt die Kamera gerade enorm. Tut mir leid, aber ich kann jetzt auch live nicht viel dran ändern. Ich muss mir irgendwann mal eine neue holen. Das ist mein Handy und es macht richtig gutes Bild. Das Problem ist, ich kann es zurzeit aus diversen Gründen nicht über USB benutzen. Ich muss es über Wi-Fi benutzen und das geht ja dann halt hier übers Netzwerk und dann wieder an PC und da ist dann immer irgendwie ein Lag drin. Deshalb ist das Bild nicht ganz synchron mit dem Ton. Und die einzige Lösung wäre halt wirklich einfach mal wieder eine gute Kamera zu kaufen. Aber die, die ich habe, ist eigentlich auch schon ganz gut. Das ist eine Razer Kiyo Pro. Die, aber das Bild von der ist schlechter als das Bild. Komischerweise. Ich weiß nicht warum. Ne? Und die nächste Kamera zu holen wäre schweineteuer. Die nächst bessere zu holen wäre schweineteuer und ich habe es gerade nicht im Budget. Also müsst ihr mit dem Gewackle klarkommen. steht da hinten was Neues? War doch gerade. Nehmen? Oh nein. Schade. Können wir den Duft irgendwie hier upgraden oder so? Ich weiß es nicht. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Also gut, jetzt nochmal zu den... zu den Anwälten? Oder zu ihr? Will sie vielleicht erfüllen? Ein kleiner Parfumzerstäuber mit Wasser. Ich fürchte, das würde ihr nicht gefallen. Oder das Schwert? Sie war eine Schwertkämpferin. Ich fürchte, das würde ihr nicht gefallen. Würde ihr denn gefallen? Nichts davon eigentlich. Musikbox. Ich fürchte, das würde ihr nicht gefallen. Ja, super. Ich merke das manchmal, dass es hinterherhängt. Und ich wollte mal kurz erklären, warum es hinterherhängt. Es ist halt ein bisschen ungünstig, ne? Das Videosignal über Wi-Fi vom Handy geht zum Router und vom Router dann über LAN wieder zum PC. Und da ist halt der Delay drin, ne? Über das Wi-Fi. Wir gucken, vielleicht finde ich so einen Adapter. Gibt Adapter fürs Handy, dass die dann ins LAN-Netzwerk können.
Aber es muss ein Adapter sein, der LAN und Strom gibt. Die habe ich gesehen. Die sind aber für Macs gedacht. Ich weiß nicht, ob das für ein Handy funktioniert. Da müsste ich mal gucken, mal nachlesen. Waffenmeisterei. Geh mal rein. Nee, geht nicht. Geht nur Betrachter. Die Hafenbehörde von Luker Island. Ich glaube, wenn ich das Bild über LAN schicke, dann wird es vielleicht halbwegs gehen. Aber es ist das Wi-Fi, was dazwischen ist. Was war das? Das muss die Schiffswerkstatt sein, von der Mr. Käse gesprochen hat. Ich wollte zu den Anwälten, ne? Dann wollte ich nochmal mit dem Schiffstypi quatschen. Ja, was gibt es? Wir sind beschäftigt. Ja, wegen dem Haus, genau, erzählt mal. Haben die Herren inzwischen rausgefunden, wie ich mein Haus retten kann? Wir sind fast fertig. Aber wir brauchen noch ein weiteres Dokument. Den Kaufvertrag für Marley Menschen. Wow, was für ein Zufall. Warum? Tja, Großpapst Marley schreibt in seinem Brief, dass der Kaufvertrag in der Bank von Luker Island aufbewahrt wird. Also bin ich zur Bank, um ihn zu holen. Und? Und während ich dort war, überfiel ein nasenloser Pirat die Bank, stahl mir den Kaufvertrag und versucht nun, mir den Bankraub in die Schuhe zu schieben. Das ist ja schrecklich. Unglaublich. Brauchen Sie einen Rechtsbeistand? Nein, danke. Ich bin sicher, dass das Gericht meine Unschuld erkennen wird. Oh, warum fressen Haie keine Anwälte? Warum fressen Haie keine Anwälte? Wer sagt, dass Haie keine Anwälte fressen? Oh, aber Haie fressen doch ständig Anwälte. Sobald sie sämtliche Verzichtserklärungen unterzeichnet haben. Was? Was ist eine Galeone voller Anwälte auf dem Grund des Ozeans? Was ist eine Galeone voller Anwälte auf dem Grund des Ozeans? Eine schreckliche Tragödie? Eine schreckliche Verschwendung? Ein potenziell lukrativer Fahrlässigkeitsprozess? Ein guter Anfang. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Sind die Familien dieser Anwälte rechtsschutzversichert? Oh Gott. Was ist der Unterschied zwischen einem Anwalt und dem Zombie-Piraten LeChuck? Was ist der Unterschied zwischen einem Anwalt und dem Zombie-Piraten LeChuck? Rechtlich gesehen hat der Anwalt gewisse Besitzansprüche. Während LeChuck als Corpus Transparentus eigentlich... Nein. Der eine ist ein untoter, dämonischer Ausbeuter, der andere ist einfach nur LeChuck. Ah, kennen Sie den von dem Piraten, der ein Dutzend Anwälte entführt hat? Hatten die Anwälte ein Pfandrecht auf sein Schiff? Wird er vor Gericht angemessen vertreten? Nein, er hat damit gedroht, stündlich einen der Kerle freizulassen, bis seine Forderungen erfüllt werden. Er hat gedroht, die Anwälte wieder freizulassen. Woran erkennt man, dass ein Anwalt lügt? Na, sein Mund bewegt sich. Oh, das ist einfach. Sie schließen ihn an einen verlässlichen... rechtlich jedoch nicht zulässigen... Lügendetektor an. Nein, daran, dass sich seine Lippen bewegen. Kennen Sie den Fall von dem Anwalt, der seinen Einzug in das Paradies einklagen wollte? Nee, Anwälte kommen nur in die Hölle. Kennen Sie den Fall von dem Anwalt, der seinen Einzug in das Paradies einklagen wollte? Welchen? Henderson gegen St. Peter? Karbunkel gegen Himmel? In diesem Bereich gibt es unzählige Präzedenzfälle. Mann, das ist krank. Das Schlimmste daran ist, der Anwalt würde wahrscheinlich gewinnen, weil der Himmel keinen Anwalt stellen kann. Alle Anwälte sind ja in der Hölle. Also... die Seite des Himmels hätte keine Rechtsvertretung. Ich möchte jemanden verklagen. Ein Prozess? Hat da jemand Prozess gesagt? Das klingt... interessant. Wen möchten Sie verklagen? Und warum? Oh
Oh Gott, lass uns das mal durchprobieren. Kann ich Inspektor Canard für eine irrtümliche Verhaftung belangen? Ich denke, möglicherweise, vielleicht. Nun, den Medien würde es nicht gefallen, aber Canard ist... Wie soll man es nennen? Leite. Mittellos. Es ist einfacher, einer Steckrübe Blut abzuzapfen. Einer kleinen Steckrübe. Einer kleinen, toten Steckrübe. Okay. Die würden ihn nicht verklagen, weil es kein Geld zu holen gibt. Ich möchte immer noch jemanden verklagen. Wen möchten Sie verklagen? Und warum? Ich möchte den Kerl verklagen, der mein Haus mit Steinen beschmeißt. Eins nach dem anderen, Mr. Threepwood. Wir müssen ihn aufhalten. Bevor wir ihn anklagen können. Ich möchte immer noch jemanden verklagen. Wen möchten Sie verklagen? Und warum? Oh Gott, da kommen so viele Optionen. Kann ich den Zombie-Piraten LeChuck wegen seelischer Grausamkeit belangen? Wir können keinen Geist anklagen. Das wäre unethisch. Unmoralisch. Und abgesehen davon ist von einem Geist nichts zu holen. Das ist das Problem. Die Moral interessiert die ja nicht, aber dass die keine Kohle bekommen. Ich möchte immer noch jemanden verklagen. Wen möchten Sie verklagen? Und warum? Wieso verklagen wir nicht die Hersteller von Computerspielen dafür, dass sie die Hardware-Voraussetzungen sogar für simple Abenteuerspiele in absolut lächerliche Dimensionen schrauben? Was? Ich weiß nicht, was eben in mich gefahren ist. Ich schätze mal, als das Spiel damals rauskam, war das noch, lief es auf den meisten PCs noch ziemlich stockend, ne? Weil das ist jetzt nicht mehr wie immer, wie es früher war, einfach nur 2D und ein bisschen gemalt und die laufen durch und so, ne? Sondern hier ist 3D gerendert, ne? Und dann Videosequenzen und sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ding auf vielen PCs dann richtig, richtig scheiße lief damals. Und heutzutage läuft es auch scheiße, weil man es überhaupt gar nicht mehr anbekommt, wegen Kompatibilitätsproblemen. Ja. Ja, können wir noch was? Ich möchte immer noch jemanden verklagen. Wen möchten Sie verklagen? Und warum? Nee, das war's. Na egal, ich habe meine Meinung geändert. Das war's. Wir müssen uns überlegen, wo müssen wir jetzt noch hin? Wo können wir noch hin? Mir gehen gerade so ein bisschen die Optionen aus, muss ich sagen. Tja, ich lasse Sie dann mal weiterarbeiten. Tun Sie das. Ich drehe noch eine kleine Runde durch die Stadt. Wenn mir dabei nichts auffällt, dann könnt ihr ja gerne mal ein paar Vorschläge bringen. Ne? Ich rede jetzt noch nicht von Hinweisen, für die das schon kennen, sondern einfach nur von Vorschlägen von Leuten, die einfach mal eine Idee haben. Ne? So was in der Art.